Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu, ja, Dreambird. Ja, da haben wir eine lange Pause hinter mir, wie ihr sicher bemerkt habt, beziehungsweise hatte ich ja gesagt auch. Und jetzt bin ich mal vielleicht etwas wieder zurück, nämlich mal wieder mit Visual Novel. Ja, haben wir ja eine Zeit lang auch immer mal ganz gerne gemacht, Visual Novels. Danach hatte ich ja nochmal so einen kleinen Ausflug in die etwas gängigeren Spiele gemacht, was leider nicht so ganz funktioniert hat. Ja, damit dann doch wieder die Lust abhanden kam. Ich denke, hiermit sind wir auf einer deutlich sichereren Seite und ja, hab für euch ein neues Let's Play zu Let's Play oder Let's Read, wie auch immer, zu Karakara, einer Visual Novel aus dem Jahr 2016. Ja, es gibt auch schon einen zweiten Teil. Schauen wir mal, vielleicht machen wir den auch noch irgendwann, je nachdem, wie das Ganze ankommt und wie es mir auch gefällt. Denn das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich hier auch eine Visual Novel komplett blind für euch mache. Also, ne, die anderen, die ich hatte, die kannte ich ja alle vorher schon. Ich habe auch soweit alles schon eingestellt, das sollte passen. Ich weiß auch wirklich, also fast gar nichts über die Novel. Dazu muss ich noch sagen, ich habe mit einem gewissen Patch auch die ja, Erotik-Hentai-Szenen hier wieder reingepatcht. Falls solche aber kommen sollten, dann muss ich das wahrscheinlich eben auch wieder rauscutten oder eben zumindest zensieren. Müssen wir mal schauen. Je nachdem, wie sehr da was kommt. Sagen wir es mal so. Dennoch, das fehlt mir gerade der Faden. Ja, und außerdem ist es auch noch so, dass das Spiel, obwohl es jetzt hier auf Englisch erstmal alles steht, der eigentliche Text auf Deutsch ist. Allerdings kann es auch sein, dass das Reinpatchen der Szenen, die vorher rausgenommen wurden bei der Steam-Version, dass das eben dann wieder nur in Englisch ist oder sogar gar nicht untertitelt. Das weiß ich jetzt nicht. Oder vielleicht gibt es da auch Probleme. Ich hoffe mal nicht. Schauen wir mal, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, es ist alles gesagt und wir werden das Spiel einfach mal jetzt starten. Die Luft ist heute genauso trocken. So war es gestern, vorgestern und wahrscheinlich schon lange vor meiner Geburt. Die Luft in diesem Land ist immer trocken. Schöne Wolken übrigens. Meine Haut fühlt sich so zerknittert an wie die Aluminiumfolie einer Tafel Schokolade. Und meine Augen sind so rau und kratzig wie sandige Baseballs. Sandige Baseballs, toller Vergleich. Jeder Teil meines Körpers kann irgendwie als trocken beschrieben werden. Und mein Herz, dem Beispiel folgend, trocknet auch aus. Ach je, das geht ja schon mal gut los. Ich möchte ganz kurz noch, bevor wir weitermachen. Hier gucken, was hier ist. Also Quick Save, Save, Auto, Backlog ist klar zum Nachschauen, falls ich was überspringe aus Versehen. Hier sind die Einstellungen. Hier kann ich nochmal die Sprache ändern. Quick Load und Load, Save. Okay, alles klar. Gut, weiter geht's. Die Hitze des sengenden Sonnenlichts brennt auf die Luft um uns herum nieder, als würde es versuchen, uns bis aufs Innerste zu braten. So, ich habe ganz kurz vergessen, meine Zeit einzustellen. Wir werden die Parts so, ich sag mal, 45 bis 60 Minuten machen. Alles ist trocken, nichts bleibt verschont. Ja, rein gar nichts. Die Morgensonne erhellt die Küche. Ja, jetzt ist die Mucke doch ein bisschen laut. Sorry, dass ich am Anfang noch ein bisschen an den Einstellungen rumschrauben muss, aber mir ist das ein bisschen laut auf dem Kopfhörer, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade deswegen gehen wir mal kurz in die Einstellungen und machen mal die Background Music zumindest noch ein ganz kleines bisschen runter. So, die Morgensonne erhellt die Küche übrigens. Eigentlich sehr annehmbare, schöne Bilder hier schon mal. Also, ich stehe mit einem Pfannenwender in der Küche und höre dem Mädchen vor mir zu, dass das eine Notiz in ihrer Hand vorliest. Ja, ich werde das, was sie sah, was sie
Personen hier sagen, nicht vorlesen, weil ihr es ja auf Japanisch hört und ihr lest dann halt den deutschen Text selber. Sollten das einige Leute oder mehrere Leute nicht wollen, sondern wollen, dass ich es trotzdem vorlese, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. So, weiter geht's. Okay, anscheinend sind wir in einer Art Restaurant hier oder wie? Oder ein Lieferdienst oder was? Dieses Mädchen heißt Lucia und ist hier die einzige Angestellte. Alles klar. Oh, die Anzahl an Tagesmenü A ist aber schnell zurückgegangen. Ja, habe ich. Ja gut, ich bin auch nicht so der Fan von Pilzen, aber okay. Sind das Fünfjährige oder was? Hey, ich bin nicht fünfjährig, was soll das? Also bitte, ja. Ist auch eine Maßnahme, ja. Also machen wir sie trotzdem noch rein. Okay, was steht als nächstes an? Okay, übrigens, falls euch die Sprache ein bisschen zu leise ist von den Personen oder den Mädels, dann schreibt es mir einfach rein. Ich denke, müsste aber eigentlich gehen, so wie ich es hier gerade höre. Aber vielleicht ist die Musik auch immer noch ein bisschen zu laut dafür. Ich kann es jetzt gerade ein bisschen schlecht abschätzen. Schreibt es ihr mir drunter. Also gibt es endgültig kein B-Menü mehr. Schätze, Dr. David ist zurück in die andere Stadt. Okay. Verstehe. Ich hoffe, Sie sind deswegen nicht allzu traurig. Mhm. Frauen sind zähe Biester. Erschreckend zäh. Ja, wo soll ich sonst hingucken, ne? Jedenfalls waren das alle Bestellungen, richtig? Dann mal ran ans Werk. Ich nehme Lucia, den oder Lucia, wie auch immer, den Zettel mit den Bestellungen ab und klemme ihn auf das Klemmbrett vor mir. Ich lege das zuvor vorbereitete Hackfleisch in die Bratpfanne, woraufhin ein angenehmer Duft die Küche erfüllt. Puh, endlich fertig. Während ich den Krautsalat auf die letzten kleinen Behälter aufteile, atme ich erleichtert auf. Oh. Das Essen zuzubereiten ist die eine Sache, aber dann steht hinterher immer noch die Auslieferung an. Warum das Mädchen so eine Katzenohren hat, erfahren wir vielleicht noch. Schauen wir mal. Ansonsten, ja, mal schauen. Da steht hier noch die Auslieferung. Boah, ne, man ja ausliefern ist auch eine Sache, die man machen kann. Das ist wahr. Ich strecke mich langsam und schaue hoch an die Decke. Ich hatte immer gedacht, es würde eine Menge Zeit vergehen, bevor ich das Lokal so sehen würde. Selbst jetzt fühle ich mich noch etwas fehl am Platz. Ich habe keine Ahnung, ich bin hier nur der Spieler oder der Vorleser. Naja, ich habe tatsächlich etwas Werbung gemacht. Also irgendeiner wird schon mitbekommen, ne? Warum hast du denn überhaupt gefragt? Das kann man nie wissen. Bleibt abzuwarten. Als Reaktion auf meine Widerworte tritt Lucia näher an mich heran. Okay, sie hat nicht ganz Unrecht, würde ich sagen, ne? Ich
Gott, das wird wieder einer dieser Endlos-Vorträge. Ja, man merkt's. Gleich als sich eine Pause zwischen Lucias Worten auftut, unterbreche ich sie. Oh, okay, ich hab's verstanden. Ich werde darüber nachdenken. Ich greife in meinen Rucksack und springe auf die Beine. Ah, nee, ich greife meinen Rucksack und springe auf die Beine, sorry. Oh, was sagt man dazu? Es wird Zeit für die Auslieferung. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Okay, hier sieht man mal unseren Protagonisten. Ja. Der typische Typ halt, ne? So mit braunen Haaren und wie man ihn halt kennt. Aber gut. Immerhin kann er Auto fahren. Ich fahre auf der A65 Richtung Norden. Auf der Fahrbahn Richtung Süden befinden sich kaum Autos. Das Einzige, was mir folgt, ist die Sonne, die mich erbarmungslos mit ihren Strahlen bombardiert. Die Stimme des DJs dringt aus dem Radio. Okay, ob das AL Diner in 2635 Samand-Region, ob das wir sind? Nachdem ich das gehört habe, schalte ich das Radio ab. Okay, wahrscheinlich nicht. Naja, zumindest strahlen sie das aus, wofür wir sie bezahlt haben. Also doch. Immerhin haben wir dafür mit einer ganzen Mahlzeit bezahlt, also sollten sie das gefälligst auch ausstrahlen. Mit einer Mahlzeit bezahlt? Echt? Nicht mit Geld? Allerdings weiß ich nicht einmal selbst, ob das irgendwelche Auswirkungen haben wird. Wenn jemand vorhat aufzutauchen, dann wäre es zu freundlich, wenn derjenige mal einen Zahn zulegen würde. Es ist nicht so, dass ich Lucias Sorge nicht verstehe. Wenn wir so weitermachen, kippen wir bei noch für Überarbeitung um und wenn das passiert, müssen wir auch das Lokal schließen. Obwohl wir eine ansehnliche Summe an Erspartem haben, fehlt es uns entschieden an Personal. Ja, dann hoffen wir mal, dass ein paar gute Leute kommen, ne? Und dabei gab es hier mal so viele Menschen, selbst in dieser Gegend. Während ich den Schutt betrachte, der überall auf der Straße verteilt liegt, murmle ich leise vor mich hin. Staubschwaden von der verdorrten Erdoberfläche steigen wie weiße Wolken auf und verhüllen den Blick auf die Fahrbahn. Na, dann bauen wir keinen Unfall, mein Freund. Gut, ich denke, das dürfte es dann gewesen sein. Die Auslieferungen sind erledigt. Das ging fix. Wie Lucia richtig vorhersagte, musste ich mir bei der Kohlemine einiges wegen der Pilze anhören. Und im Krankenhaus wurde ich von den alten Damen bedrängt, die auf den neuen Arzt warteten. Sie hat ein beachtliches Informationsnetzwerk. Entweder das oder sie wird zu einer tratschliebenden Hausfrau. Beides ist möglich. Ja, gut, wenn sie eine Hausfrau... Das führe ich jetzt nicht aus. Ich habe die Würstchen und die Butter gekauft. Abgesehen davon, als ich meine Notiz noch einmal durchgehe, tippt mir jemand unerwartet auf die Schulter. Ja. Ne? Kann man hier eigentlich mit Rechtsklick? Ja, mit Rechtsklick kann man da das Bild sich ansehen, okay. Ich drehe mich um und sehe eine junge Dame in Polizeiuniform, die einen Tick zu klein für sie sein könnte. Ja, wahrscheinlich. Bisschen zu eng reingepresst. Sie schaut mich grinsend an. Ja, das bin ich. Das machen Malocher per Definition so. In Anlehnung an meine nüchterne Bemerkung zu ihrer Stichelei kommt mir etwas in den Sinn und ich spreche es an. Was ist los? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht deine normale Patrouillenroute ist. Das war ich. Soll das etwa ein Verbrechen sein? Ist der Polizei in letzter Zeit wirklich so langweilig? Und welche? Diese junge Dame ist Cullen. Sie arbeitet in dieser Gegend als Polizistin. Wir sind schon lange gut befreundet, aber ihre Tendenz, andere zu belästigen, kann manchmal etwas nervig sein. Und heute scheint einer dieser nervigen Tage zu sein. Vielleicht will sie auch nur ein bisschen Spaß machen. Ich finde nicht, dass das automatisch jetzt belästigend rüberkommen sollte, aber egal. Richtig,
warum man hier nochmal drücken muss. Der Friede wird gewahrt, jedenfalls muss ich zurück und heute Abend noch einiges vorbereiten. Darum werde ich mich jetzt auf den Weg machen. Daraufhin drehe ich mich um, um zu gehen, nur um dann vor der vor mich tretenden Kallen aufgehalten zu werden. Ich glaube kaum, dass du meine große Schwester bist, aber okay. Seit wann bist du... Ja, genau. Seit wann bist du meine Schwester? Jo, vielleicht. Okay, wie wär's, wenn wir sagen, dass du meine virtuelle Schwester bist? Ja, das passt schon deutlich besser. Naja, nicht ganz. Nicht die produktivste Unterhaltung, aber... Ist ja nicht so, als wüsstest du nicht, wie es nachmittags bei uns im Lokal aussieht. Worum geht's? Okay, jetzt macht sie auf Katze, denn auch sie hat Katzenohren. Aber vielleicht ist das auch einfach so in dieser Welt, ne? Hier, das ist sicherlich nicht die Realität oder die... Obwohl es eigentlich so aussieht. Ach, ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Was soll auf einmal die Katzensprache? Ich ignoriere sie und unterdrücke den Drang, einen Kommentar abzugeben. Das würde es nur noch schlimmer machen. Ich bin zurück. Ich halte das Auto an und betrachte das Diner von außen. Ja, also wie ein Diner sieht das jetzt eigentlich nicht wirklich aus. Außerdem sind die Wände ziemlich im Arsch und sollte mal renoviert werden, ne? Ja, siehst du, genau immer wenn ich sage, sagt er es auch. So muss das. Die Wände und das Dach sind etwas rußbeschmutzt, was die weißen Bereiche etwas hervorhebt. Na, wahrscheinlich sollte ich das irgendwann mal neu streichen. Okay, es sind also nur Flecke, keine Beschädigungen, wie ich erst dachte. Wo ich so darüber nachdenke, habe ich mir noch nie groß Gedanken über die äußere Erscheinung gemacht, seitdem ich das Diner unerwartet übernommen hatte. Immerhin haben die regelmäßigen Auslieferungen allein immer ausgereicht, um über die Runden zu kommen. Vielmehr wäre es zurzeit sogar ein Problem, wenn mehr Kunden kommen würden. Ja, das Neustreichen kann warten. Am Kopf kratzend betrete ich das Lokal. Wieso bin ich jetzt ein Geist? Ach so, sie ist da. Wegen dem Geist einen Bunker bauen oder worum? Okay. Die Neuigkeiten, die Kallen zu überbringen hatte, waren unheimlicher, als ich gedacht hätte. Selbst innerhalb der Polizei ist Kallens Arbeit recht weit gespannt. Es beginnt bei der Forschung, wie unsere derzeitige Welt zustande kam, und dem Versuch, aus diesem Wissen einen Nutzen zu ziehen. Okay, also es ist tatsächlich nicht die Realität, es wäre auch Unsinn gewesen. Und endet bei der Untersuchung solcher okkulten Gerüchte wie diesen gerade. Sie hat immer einen blöden Witz auf Lager, wenn man ihr begegnet, aber sobald es um ihre Arbeit geht, ist sie todernst. Das stimmt. Kallen setzt den Bierkrug in ihre Hand an, leert ihn mit einem Zug und fährt fort. Okay, verstehe. Also, sehr interessant, ja. Trial and Error Methoden, also ein Tier leben nicht viele, okay. Während sie redet, streichelt sie die weichen, pelzigen Ohren an beiden Seiten ihres Kopfes.
ほとんど文献も資料も残されていない中で、とかく偉人についての噂は絶えない。Das gefällt mir schon mal sehr mystisch. その一つが、さっき話した化け物騒ぎってわけだ。Okay. Bei diesen Worten schüttelt das Lucia. なんでも、夜な夜なあちこちに出没し、血染めの棺桶を引きずりつつ、何やらブツブツと喋り続けているらしい。Wow, das ist ja ein Geist, wie er im Buche steht. Na, よくできた話だよ、本当に。Ja, wenn sich es einer ausgedacht hat. で、だ。税関のやつに聞いたところ、化け物は町から離れたところでも目撃例があるらしい。町から離れた？そうだ。それこそ今日この時間、上でこの店へやってくるかもしれない。まさに今！ Ja, mach mal schön dem Mädel noch Angst, der Lucia. Boah. Ja, das war zu erwarten. Und mit dem schlechtesten Timing überhaupt rüttelt der Wind an der Tür. Hey, der Wind ist heute ziemlich stark. Die Tür quietscht schon. Tja. Ich bin kein Kind mehr, Kallen. Tja, früher ist früher und heute ist heute, ne? Könnten wir bitte das Thema wechseln? Vor allen Dingen wegen Lucia, die ja ziemlich Angst zu haben scheint. Außerdem ist sie ziemlich niedlich. Als ich in Lucias Richtung schaue, sehe ich sie immer noch vor Angst zittern. Alles in Ordnung, Lucia? Das wäre wohl das Beste, denke ich mal, ne? Während sie das sagt, streckt sie sich auf dem Sofa aus. Um an den Tagen, an denen sie trinkt, nicht alkoholisiert am Steuer zu sitzen, nüchtert Kallen hier vor ihrer Heimfahrt immer auf dem Sofa aus. Kallen-san. So. Immer, mada, honto ni, shippai shinakute iin desu yo ne? Ah, mochiron da. So ja nakya, anna jodan wa iwanai yo. Na gut, ist auch was dran. Hi. Lucia nickt kurz. Okay, gute Nacht. Und damit verschwindet sie im hinteren Teil des Lokals. Nein. Ich muss noch einiges für morgen vorbereiten. Ein seltener Anflug von Mitgefühl macht sich auf Kallens Gesicht breit. Ja? Schon gut, ich überanstrenge mich nicht. Und Lucia ist auch eine wirkliche Hilfe. Mir geht's gut. Da ich bemerkt hatte, was Kallen sagen wollte, nehme ich ihr die Antwort vorweg. Okay, sie macht sich Sorgen. Kallen hakt nicht weiter nach und das Gespräch endet hier. Gute Nacht. Nachdem Kallen jetzt aufschläft, gehe ich ins Wohnzimmer im zweiten Stock, um mich um die Buchhaltung zu kümmern. Und da hat man ihn eben sehr gut kritzeln hören. Sieht so aus, als hätten wir diesen Monat auch erstmal überstanden. Mit dem festen Einkommen der Lunchbox-Auslieferungen haben sich unsere Finanzen endlich stabilisiert. Die Erleichterung, die mich überkommt, wird schnell zur Erschöpfung. Während ich mich strecke, wandern meine Gedanken zu dem Problem mit den Angestellten. Lucia arbeitet im Moment sehr hart und macht ihren Job perfekt. Jedoch kann sie aus einem bestimmten Grund nicht in der Küche sein. Also bleibt ihr nichts anderes, als die Tische als Kellnerin zu bedienen. Wenn wir doch nur einen mehr hätten. Sorry, na, kommt bestimmt noch. Ich beschließe, mich ab nächsten Monat mehr für die Personalsuche ins Zeug zu legen. Lucias Sorgen legen sich damit bestimmt auch etwas. Ich blicke unwillkürlich auf. Na, kannst nicht schlafen, oder? Dort steht Lucia, die eindeutig nervös ist. Lucia, was ist los?
Keine Antwort. Auch wenn ich mir schon denken kann, was sie will. Kannst du nicht schlafen? Sie nickt, also liege ich wohl richtig. Schon okay, ich bin mit der Buchführung durch. Komm her. Ich räume meinen Schoß frei und klopfe leicht darauf. Lucia kommt langsam auf mich zu und setzt sich wie aufgefordert auf meinen Schoß. Okay, das ist hier ein Fehler. Ja, ist doch süß. Ja, und schön, dass er da keine Probleme mit hat, der gute Mann. Ich weiß. Da Lucia mit ihrer Erklärung fertig ist, lege ich ruhig meine Hand auf ihren Kopf. Während ich durch ihr weiches Haar fahre, bewege ich meine Hand sanft vor und zurück. Wahrscheinlich getröstet lehnt Lucia ihren Körper an mich. Das warme Gewicht ihres Körpers drückt gegen mich und schickt eine Welle der Entspannung durch meinen. Genauso wie sie Trost in mir findet, finde ich Trost in ihr. Das ist doch schön. Kallen sagte auch, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen. Alles wird gut. Wir achten einfach darauf, dass wir nachts die Fenster verschließen. Er wird ja schließlich nicht die Tür eintreten, um reinzukommen. Dürfte ein Geist eigentlich sowieso nicht können. In der Regel zumindest. Naja, willst du dann lieber für immer bei mir bleiben? Ein Schrecken durchfährt Lucias Körper. Ich weiß, aber nicht auf diese Weise, richtig? Das ist in Ordnung für mich, wirklich. Wenn du das so willst, dann bleiben wir dabei. Haben wir ja mal einen wirklich vernünftigen Hauptcharakter hier. Was? Lucia rutscht von meinem Schoß. Sicher. Gute Nacht. Langsam schlurft Lucia mit ihren Pantoffeln ins Schlafzimmer. Dieses Mal wird sie vermutlich schlafen können. Nichts ist jemals einfach, oder? Okay, anscheinend ein Rückblick. Was? Das waren die allerersten Worte, die sie zu mir sagte. Ich hörte sie hinter mir, als ich gerade das Schild raushing. Als ich mich umdrehte, stand ein Mädchen mit blauem Haar vor mir. Ja, wir haben... haben wir. Geöffnet, meine ich. Meine Eltern sind drin, also kannst du da bestellen. Es kostete mich meine gesamte Willenskraft, ihr nicht zu sagen, dass sie noch jünger aussah als ich. Ich helfe nur aus. Wie kann ich dir helfen? Oh, die für die Aushilfskraft. Dann sage ich meinem Vater Bescheid. Wie heißt du? Lucia Haynes. Okay. Bist du ganz allein gekommen, Lucia? Ach so, dann schätze ich, dass du ab heute nicht mehr allein sein wirst. Ich heiße Leon. Leon Laird. Freut mich, dich kennenzulernen. よろしく
Seitdem sind 4 Jahre vergangen. Die zwei, die damals nur ein Helfer und eine Aushilfskraft waren, sind jetzt der Besitzer und die einzige Angestellte des Diners. Wir reden seitdem viel mehr miteinander und wissen auch mehr übereinander. Okay, er fragt sich, was mit den Eltern von ihm passiert ist, aber das werden wir sicherlich noch erfahren. Aber die Distanz zwischen uns hat sich kaum verändert. Wir fürchten uns beide davor, dass alles wie ein Kartenhaus über uns zusammenbrechen könnte, wenn wir uns auch nur etwas näher kommen würden. Also, Respekt, dass er das alles schon so gut nachvollzogen hat, sagen wir es mal so, ne? Am Tag darauf ist der Himmel noch klarer als am Vortag. Die Sonne strahlt so hell, dass man ohne Sonnenschutz nur schwer voraussehen kann. Voraussehen kann? Das, irgendwie passt das nicht so ganz. I don't know. Warte mal, kann ich jetzt einfach mal eben auf Englisch stellen? Ich nur mal kurz ausprobieren. Ich speichere mal lieber vorher, falls das irgendwie ein Problem darstellt. So, zurück. Language. Ah, okay, das ist das Japanische. Also man kann nur das Japanische darunter einstellen. Okay. Naja, egal. Wir müssen heute eine Vorbestellung mit ein paar Stammgästen besprechen, darum kommt Lucia mit. Alles gut, aber die Sonne leistet heute ganze Arbeit. Da wir gerade die Autobahn mit fast 160 Kilometern pro Stunde entlang brettern, dauert die Fahrt nur 30 Minuten. Während dieser Zeit ist das Auto der reinste Hochofen. Nö, ich dachte mir, ich probiere heute mal eine neue Methode. Ein paar Flugblätter ausdrucken und sie verteilen vielleicht. Oder sie an Anschlagtafeln für Jobgesuche hängen. Das ist etwas kostspielig, aber vermutlich eine gute Investition. Boah. Bist du nicht deswegen mitgekommen? Lucia nickt zustimmend. Was meinst du mit selten? Was? Die fertigst du immer noch an? Oh, Schein macht sie wirklich mehr als er. Das ist eigentlich nur, um den Schein zu wahren. Darum halte ich mich nie damit auf. Aber unter diesen Umständen könnte Lucia schon mehr über das Lokal wissen als ich. Oh. Heute sind wir gut durchgekommen. Da es heute keine Probleme gab, waren wir eine halbe Stunde eher fertig als geplant. Es ist schön, ab und zu auch mal sicher zu fahren. Ja, ja. In einem viel angemesseneren Tempo als sonst fahre ich auf der Autobahn zurück. Stimmt. Natürlich ist das Einzige, was wir von der Szenerie genießen können, Stücke von platten Reifen am Straßenrand und Büschel verwelkter Gräser. Ja, aber wie ich schon mal erwähnt habe, ich kann es nur nochmal sagen, eine wirklich sehr schöne Hintergrundbilder haben sie hier. An diesem verdorrten Ort wächst keine einzige Blume. Plötzlich erhebt Lucia ihre Stimme. Was? Skeptisch schaue ich in die Richtung, in die sie zeigt. Am Straßenrand, etwas weiter vor uns, sehe ich wirklich ein einzelnes rotes Objekt. Du hast recht, da ist etwas, aber ich glaube nicht, dass das eine Blume ist. Kein Schimmer. Blut. Ich schlucke das Wort wieder runter, als es mir auf der Zunge liegt. Es gibt keinen Grund, Lucia damit zu verängstigen. Vielleicht hat jemand ein Schild aufgestellt. Wir werden es wissen, wenn wir näher dran sind.
Das Auto fährt weiter geradewegs auf das rote Ding zu und nähert sich Stück für Stück. Schließlich lässt sich die Form deutlich genug erkennen, um seine Identität ausmachen zu können. Okay, eine Person. Wie es sich herausstellt, ist das rote Ding ein großer Koffer. Ja, und jemand, der da drauf liegt. Seine blutrote Farbe leuchtet hell im Sonnenlicht. Oh. Ah, wahrscheinlich nur eingeschlafen, ne? Und auf ihm liegt ein junges Mädchen. Ihr Haar ist pink und weich. Ihr Körper sieht zart aus. Ach komm, du bist doch süßer. Ja. Sie ist so süß, dass wir nichts anderes können, als es zu kommentieren. Die Ohren, die von ihren Haaren abstehen, sind leicht geknickt, sodass sie an ihrem Kopf herunterhängen. Ihre Ihre gespenstisch weiße Haut ist markant und passt nicht zur Farbpalette des Sommers. Die Antwort kommt, als hätte sie nur auf Lucias Frage gewartet. Okay, auf dem Bild sieht sie dann tatsächlich auch gleich noch niedlicher aus als hier oben. Unsere Aufmerksamkeit gilt prompt ihrem Schlafgeräuschen. Naja, es ist gut, dass sie am Leben ist. Was machen wir jetzt? Naja, wir können sie nicht einfach so hier lassen, sonst endet sie noch als ausgetrocknete Mumie. Daran gibt es nichts zu verniedlichen, das ist eine Mumie. Ja. Da sie auch weiblich ist, spricht Lucia sie als erste an. Lucia scheint sich das Mumiechen angeeignet zu haben. Ein paar Augenblicke, nachdem sie durchgeschüttelt wurde, muss der Dreambird husten. Nein, Quatsch. Öffnet das Mädchen langsam ihre Augen. Kein Grund, sich so zu erschrecken, ne? Ja, Alter, beruhige dich. Wow! Plötzlich schreckt das Mädchen aus dem Schlafhof, woraufhin wir uns ebenfalls erschrecken. Kein bisschen davon beunruhigt, dass wir wegen ihr einen Satz nach hinten gemacht haben, blinzelt das Mädchen ein paar Mal. Okay, also rein vom Aussehen ist sie tatsächlich doch noch niedlicher als Lucia. Hätte ich jetzt vorher nicht gedacht, aber okay. Und auf wen wartest du? Nur wenn du willst. Okay, selbstbewusst ist er auf jeden Fall. Sei doch mal kurz still. Da ihr Gelaber kein Ende zu finden scheint, schlage ich ihr sanft auf den Kopf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber wir sind keine Grenzpatrouille und keine Polizisten. Wir sind auch definitiv keine bösen Leute. Denke ich. Ja, mal kurz Bild so anschauen, ne? Ja, kann man so sagen. Das Mädchen, das gerade auf ihrem Koffer herumlümmelt, spendet uns Trost. Diese Situation spottet einfach jeder Beschreibung. Okay, ich werde mich kurz fassen. Wenn du weiter in dieser Hitze schläfst, wirst du dehydrieren und einen Hitzschlag bekommen.
Du solltest am besten woanders hingehen. Als wäre diese Tatsache gerade erst klar geworden, steht das Mädchen von ihrem Koffer auf. Ja, gut gemacht. Applaus. Wenn du nicht besonders, wenn du nichts Besonderes vorhast, dann könntest du bei uns im Auto mitfahren. Wir können dich zumindest an einen kühleren Ort bringen. Das Mädchen fängt sofort an zu lächeln. Ja. In Sekundenschnelle stimmt das Mädchen meinem Vorschlag zu. Ja, wahrscheinlich schon, murmelt Lucia ungläubig. Naja, darum nehmen wir sie ja mit. Na dann, auf geht's. Unter ächzenden Bemühungen richtet das Mädchen den schwer aussehenden Koffer auf und zieht ihn hinter sich her. Übrigens, wir kennen deinen Namen noch gar nicht. Wie sollen wir dich denn nennen? Das Mädchen lächelt. Okay, Aishia. Aishia also, ich heiße Leon, das Mädchen ist Lucia. Freut mich, dich kennenzulernen. Leon, Lucia desu ne. Yoroshiku desu. Und da futtert sie erstmal ordentlich los. Sind wir ins Restaurant zurückgekehrt, ins Diner? Mal gucken. Mach langsam, du verschluckst dich noch. Hier, trink etwas Wasser. Leicht zu befriedigen, ne? Ja, genau. Genau das. Ja. Also zumindest unter den Top 5 vielleicht. Lucia holt ein Taschentuch heraus und wischt Aishas Mundwinkel ab. Wenn man sie so sieht, könnte man denken, die beiden wären Schwestern. Aisha dankt ihr mit einem breiten Grinsen auf den Lippen. Okay, fassen wir mal zusammen, was du gerade erzählt hast. Es wird eine Weile dauern, bevor ich mich an dieses Mädchen gewöhnt habe. Ach komm. Aishia wa motomoto Yabrondo ni sundete, shigoto o sagashi ni kochi no tairiku e kita to. Hai. De, Sagami Francisco no minato ni tsuita keredo, atemo nai no de haruki mawatte ta to. Okay, also das ist ein bisschen angelehnt an unsere Welt, ne? Sagami Francisco statt San Francisco. Wir beide seufzen erstaunt über die Impulsivität dieses Mädchens. Bei einem Urlaub könnte man es nachvollziehen, aber eine Jobsuche erfordert vermutlich etwas mehr Planung. Ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob die Tatsache, dass sie tatsächlich ein Schiff betreten hat, eine Darstellung von Mut oder reinem Wahnsinn ist. Ja, da hast du wirklich Glück gehabt, ne? Aisha steht plötzlich auf und dreht sich zu uns. Gern geschehen. Sie senkt ihren Kopf in einer tiefen Verbeugung. Ist doch nicht nötig. Du hast doch schon einen Job gefunden. Komm schon.
Viel bleibt dir ja sonst nicht übrig. Jung, erschalt dein Gehirn ein. Allerdings ist es unter diesen Umständen fraglich, ob ihr neuer Plan besser werden wird. Gut, lass uns losgehen, sobald wir alles aufgeräumt haben. Passt du auf das Lokal auf, Lucia? Wie ihm in dem Moment überhaupt nicht einfällt, dass er ihr den Job anbieten könnte, ne? Das ist schon wieder cool. Naja, ich sag mal nichts dazu. Lucia räumt die Utensilien ab, die Aisha benutzt hatte, und läuft in Richtung Spülbecken. Während sie ihr zusieht, öffnet Aisha sachte ihren Mund. Na, am Ende wird sie selber fragen, ob sie hier arbeiten kann. Da, ja. Wette ich jetzt mal drauf. Mal schauen. Richtig, ich bin in der Küche und sie bedient die Tische. Was? Nein, auf keinen Fall. Ich bin der Besitzer und Lucia ist eine Angestellte, die auch hier wohnt. Es fällt mir schwer, bei dieser unangenehmen Überraschung die Fassung zu wahren. Aber ich schätze, es ist nachvollziehbar, dass man auf diesen Gedanken kommen kann. Aishas Blick wandert durch das ganze Lokal, bis er sich dann plötzlich auf mich fixiert. Ja, jawohl. Überrascht von ihrem plötzlichen Ausbruch, antworte ich sehr förmlich. Oh ja, die Aushilfe gesucht Annonce. Moment, du meinst... Ja, Junge, hättest du selber drauf kommen können. Aisha grinst und nickt. Aisha fragt das mit einer lauten und munteren Stimme. Was erschreckst du dich da so? Lucia stürmt vom hinteren Teil des Lokals herein. Lucia sieht mich mit verlorener Miene an. Lässt sie doch sicher arrangieren, ne? Na, was bleibt uns anderes übrig? Ich meine, wir haben nach einer Aushilfe gesucht, also ist das ein gutes Timing, findest du nicht? Ich meine, sie hat keine Bleibe, was soll sie also machen? Sie kann mein Bett haben und ich werde im Wohnzimmer schlafen. Okay, das ist natürlich dann schon, ja, ne? Wenn sie keinen weiteren Raum für sie haben? Ist auch keine Dauerlösung, aber mal gucken. Sie ist offensichtlich kein schlechter Mensch. Was brauchen wir denn noch zu wissen? Also sie will es halt lieber ein bisschen förmlicher machen, ne? Kann man auch verstehen. Tja, ne? Die Eifersucht, ja, ja. Scheinbar keine Worte mehr finden, stürmt Lucia mit dieser letzten Bemerkung in die Küche davon. Nö, die war nur eifersüchtig. Muss dir keine Sorgen machen. Nö, das hat nichts mit dir zu tun. Mach dir keine Sorgen. Ja, okay, ich hab fast dasselbe gesagt, wäre eher nur halt, ja, doch, das hat sehr wohl was mit dir zu tun. Also, sorry, Leon. Obwohl ich mir sicher bin, dass Lucia noch vieles dazu zu sagen hat, bringt sie es scheinbar wegen unserer derzeitigen Beziehung nicht über die Lippen. Okay, anscheinend versteht er doch ein bisschen, was abgeht. Aber allen voran ist unsere dringendste Sorge der Mangel an Arbeitskräften und um dieses Problem zu lösen, bedarf es Männer. Oder in diesem Fall Frauen. Also, es ging gerade etwas drunter und drüber, aber ich freue mich, dich an Bord zu haben. Chef, ist etwas, du weißt schon, mich beim Namen zu nennen, geht in Ordnung. Herr ist genauso sonderbar. Lassen wir das auch weg. Aisha antwortet munter und verbeugt sich so energisch, dass ich fast damit rechne, ihr Genick brechen zu hören. Oh, hoffentlich nicht.
Ja, die Luft ist genauso trocken. So haben wir das Spiel auch begonnen. Und ich denke mal, ja, fürs Erste belassen wir es mal bei dieser Folge soweit. Ja, es war jetzt eine Dreiviertelstunde ungefähr. Ich denke, das ja, reicht schon mal aus für den ersten Part. Und ja, ich hoffe, es hat euch zumindest ein wenig gefallen. Ich finde es auch schon ja, recht nett. Mal gucken, was da noch so kommt. Und bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ja, und hoffe, dass ihr auch dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es hier weitergeht bei Kara Kara. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Dreamy.